So, meine Lieben, heute machen wir mal riechen und schmecken und fühlen, haben wir letztes Mal nicht gehabt. Gell? Und zwar riechen wir ja mit unserer Nase. Das ist unsere Nase im Querschnitt. Und da gibt es einmal die Stirnhöhle. Dann gibt es den Riechnerv hinter der Stirnhöhle. Dann gibt es ja den Nasenhof, die Nase, die Nasenmuschel, den Gaumen, der gehört auch zur Nase, hier oben, die Zunge und der harte Gaumen. Dann ist dahinter die Ohrtrommel. Die Ohrtrompete, weicher Gaumen ist weiter hinten und das Zäpfchen da unten. Hintere Nasenöffnung, Rachenmandeln. So viele Sachen gibt es da. Die Nasenlöcher. Durch die Nasenlöcher strömt beim Einatmen die Luft in deine Nasenhöhle. Diese ist mit Schleimhaut ausgekleidet und verhindert durch Schleim und Flimmerhärchen, dass Dreck oder Insekten eindringen. Über den oberen der drei Nasenmuscheln befindet sich die Riechschleimhaut mit Millionen Sinneszellen, mit denen wir unseren Geruch aufnehmen über die Riechnerven. Die sind da oben. Zum Gehirn. Und dann wissen wir, was wir riechen. Genauso ist es mit der Zunge, wenn wir schmecken. Das ist die Zunge. Und das ist der Gaumen und der Rachen. Da sind die Mandeln. Und da ist der Zungengrund hinten. Der Zungenrücken. Die Zungenspitze. Die Papillen auf der Zunge. Die kleinen Dinger heißen Papillen. Die Zungenlärche in der Mitte. Dann gibt es da an der Seite die Blattpapillen, der Gaumenmandel, der Kehlkopf da hinten, Gaumenmandel, Kehldecke meine ich, nicht Kehlkopf, und Zungenmandeln. Es gibt die Gaumenmandeln an den Seiten und die Zungenmandeln in der Mitte. Das ist Geschmackssache. Auf der Zunge gibt es bestimmte Bereiche, die die verschiedenen Geschmacksrichtungen besonders gut erkennen können. Die Zungenspitze ist für süße Dinge und salzigen Geschmack sehr empfänglich. Der Zungenrand an den Seiten für den sauren und der hintere Bereich der Zunge für den bitteren Geschmack. Also vorne süß und salzig, an den Seiten sauer und ganz hinten bitter. Das ist ja interessant. Das Ohr hatten wir, ne? Das Fühlen mit unseren Fingerspitzen. Das Fühlen, das ist ein Finger durchgeschnitten auf der Seite, von der Seite. Der Tastsinn deiner Haut ist ein besonders wichtiges Sinnesorgan. Überall auf der Haut ist er. Du spürst durch sie jede Berührung. Natürlich bemerkst du auch, ob sich etwas warm, kalt oder schmerzhaft anfühlt. Bestimmte Teile deines Körpers sind besonders empfänglich, wie zum Beispiel deine Fingerkuppen. Das sind die Fingerkuppen. Oder die Lippen.
Dein Rücken ist dagegen weniger feinfühlig. Meiner schon. Ich lasse mich gern am Rücken kraulen. Das hängt davon ab, wie viele Tastkörperchen sich in diesem Bereich deiner Haut befinden. Und was sind die Tastkörperchen? In der Haut. Das sieht man hier, die Tastkörperchen. Das war ja wieder interessant. Und das ist die Haut im Großen, wie sie aussieht. Einmal durchgeschnitten. Da sind die Blutgefäße und das ist die Haut mit den Haaren und den Tastkörperchen. Und was gibt es dann noch alles? Die Poren gibt es, ganz viele Tastkörperchen, Fettgewebe, Blutgefäße, Tastscheiben, Hautoberfläche, feine feine Nervenenden. Die Hornschicht, die Haare, die Haarpapille, die Talgdrüse vom Haar, die Schweißdrüsen, wo wir schwitzen, aus den Poren. Und die Haut ist unterteilt in Oberhaut, Lederhaut und Unterhaut. Oberhaut, Lederhaut und Unterhaut. Das größte Sinnesorgan ist unsere Haut. Sie bildet eine schützende Hülle, die Wasser und Keime abhält. Durch die Tastkörperchen spürt sie alle Arten von Berührungen. Außerdem hält sie die Körpertemperatur gleichmäßig, warm oder kalt, also gleichmäßig auf einer Temperatur, dass es uns gut geht. Das Beste ist so, ja, zwischen 37,5 bis 38 Grad, glaube ich. Schätze ich jetzt mal. Gleichmäßig, indem sie bei Hitze, Schweiß besonders dieser Verdunstung und kühlt dabei gleichzeitig den Moment. Durch die Tastkörperchen spüren wir sie alle Art von Berührungen. Außerdem hält sie die Körpertemperatur gleichmäßig, indem sie bei Hitze Schweiß absondert. Bei Hitze Schweiß absondert, dieser verdunstet und kühlt dabei gleichzeitig den Körper ab. Also Schweiß ist dafür da, dass wir unseren Körper abkühlen können. Der ist also gut. Aus der Haut wachsen Nägel und Haare aus Horn. Ich glaube, ich habe bis 38 Grad, ist ja schon erhöhte Temperatur. Also bei jedem unterschiedlich, ob ich jetzt gerade mich bewegt habe oder nicht. Wir haben immer von Gott die richtige Temperatur und das richtige Klima um uns und in uns herum, sage ich immer. Und das ist jetzt das einzelne Haar, wie das aufgebaut ist in der Haut. Auch ganz interessant. Ist ein sehr, sehr schönes Buch für alle zu empfehlen. Ui, was gibt es denn da zu sehen noch? Die Geschlechtsteile sind auch dabei. Na, schauen wir mal nächstes Mal die Geschlechtsteile.